Hallo Leute, hier ist wieder der Tywald. Ja, heute habe ich euch mal wieder meine Frau mitgebracht. Hallöchen zusammen. Und wir haben an diesem nicht ganz so schönen Tag draußen zwei neue Boxen vom Pokémon-Sammelkartenspiel. Neu ist dabei relativ. Wir haben hier die Impelgator und die Meganie Tinbox, die wir gegeneinander im Battle öffnen werden. Dieses Mal allerdings werden wir hier keine Punkte vergeben, sondern wir werden unsere Pulls am Ende zeigen. Und ihr dürft entscheiden, wer die besseren Pulls hatte aus eurer Sicht. Und wir haben uns überlegt, als Belohnung gibt es diesmal für den Gewinner bei uns, von uns. Der darf sich 25 Euro beim nächsten Shopping was aussuchen. Also wenn ich jetzt gewinne, suche ich mir was aus. Wenn meine Frau gewinnt, sucht sie sich was aus beim nächsten Shoppen. Also ihr habt es in der Hand. Ja, ich öffne natürlich die Pegata-Box, meine Frau Meganie. Weil sie die süßer findet. Daher passt das so. Wer fängt an? Du. Ich fange an. Ladies first. Wir haben die Boxen schon mal von ihrer Folie. Von ihrer Folie befreit und hier unten das Pappgedöns weggemacht. Ansonsten können wir uns mal angucken hier. Wir haben hier die drei Starter aus der Gold-Silber-Reihe. Impelgator, Meganie, Turnupto und hinten ist ein Pokémon Training Card Game Logo. Genau, die Boxen sehen an sich ganz cool aus. Turnupto habe ich leider noch nicht. Muss ich mir noch besorgen, dann habe ich auch alle drei komplett. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Hier auch einmal das Meganie, genau. Sieht auch sehr schön aus mit dem Meganie-Artwork hier unten. Ansonsten die Box hier unten das gleiche. Der Deckel ist immer nur anders. Ja. Dann gucken wir mal nach innen. Hast du noch irgendwo Hüllen? Wir haben keine Hüllen. Ich guck mal schnell, ich habe hier noch ein paar Hüllen liegen. Ja, das reicht erstmal. Wir können auch nach dem Video sonst einpacken zur Not. Ja, ich wollte die ja zumindest gerade. Genau, die Promokarte. Am besten nicht kaputt machen. Zu spät. Ja. Die hat aber Ecken, aber ich gehe davon aus, dass es auch von der Lage benutzt. Ach, die ist ja auch mega krass eingepackt. Hier haben wir hier, da haben wir Druck, da haben wir Druckstellen. Ja. Das ist ja nicht so richtig gut. Mhm. So, ich hoffe, so ist sie am elegantesten. Meganie. Da ist schon mal. Oh, hat die Kanten. Sind auch so Kanten unten? Ja. Das sind richtige Druckkanten. Ich kann es dir mal zeigen. Ich kann mal kurz vorlesen, was wir da so haben. Schönes. Meganie, 150 KP mit einem wunderschönen silbernen Rahmen. Die Artwork sieht auch super aus. Dann haben wir hier die Fähigkeit, die Poke Power, wie es damals noch hieß, Blattverteilung. Beliebig oft während deines Zuges vor deinem Angriff kannst du eine Pflanzenenergie, die an einem deiner Pokémon angelegt ist, an ein anderes Pokémon anlegen. Diese Poke Power kann nicht benutzt werden, wenn Meganie von speziellen Zuständen betroffen ist, okay? Also sowas wie aktuell das Lunala quasi als Fähigkeit hat, nur halt mit Blattenergie. Eigentlich eine ziemlich coole Fähigkeit, finde ich. Richtig gut. Hier sieht man die Druckstellen bestimmt auch. Schon ein bisschen glatt gemacht. Achso, deswegen sieht man ihn so. Bei mir ist es noch nicht glatt gemacht, ich war da noch faul. Hier unten beim Pegator, da seht ihr das, das sind richtig kleine Hügel. Fühlt sich auch nicht gut an. Der hat auch eine Pokémon-Power, und zwar den Regentanz. Beliebig oft während deines Zuges kannst du eine Wasserenergiekarte von deiner Hand an eins seiner Wasser-Pokémon anlegen. Das ist quasi die Fähigkeit, die jetzt im aktuellen, in den aktuellen beiden Editionen, Ultra Prisma und Grauen der Lichtfinsternis, das Magneson hat. Also man sieht, die Fähigkeiten waren früher auch schon da. Eine sehr coole Fähigkeit auf jeden Fall. Deins kannst du an den rechten Rand stellen, wie immer. Und ich meins an den linken. Dann können wir mal unsere Booster auspacken. Den Seite. Ja, oder? Wo willst du es hinstellen? Alles. Also ich habe in meinem Set ein Hard Gold Soul Silver Booster, Diamantperl Sturmtief mit Panferno, Platin Aufstieg der Rivalen mit Folipurba und Diamantperl Rätselhafte Wunder mit Sneebuna. Ich habe bei mir Platin Arceus drin. Mit Arceus. Dann Platin Ultimative Sieger mit Glurak. Dann Diamant und Perl. Was? Erwachte Legenden. Mit Rihornior, glaube ich. Wenn es so heißt. Und als letztes Diamant, Perl,
Rätselhafte Wunder. Also wenn man das so richtig sieht, ich habe ein Platin, zwei Diamantperlen, ein Hardcore Zone Silberdurst, zwei Platin und zwei Diamantperlen und kein Hardcore Zone Silber. Okay. Krass, dass sich Booster so unterscheiden, hätte ich nicht gedacht. Heutzutage ist das ja eigentlich relativ ähnlich immer. Ja, dann können wir eigentlich auch gar nicht richtig sagen, wer was macht, weil wir eh unterschiedlich sind, ne? Dann kann sich jeder seine Reihenfolge, würde ich sagen, selbst aussuchen. Ich fange mit Hardcore Soul Silver an. So, ich habe meine Reihenfolge. Bist du auch bereit? Ja. Dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Spaß des Booster-Öffnens. Wir haben hier Hardcore Soul Silver. Achso, hab ich ja gesagt, was ist das? Hier ist natürlich ein Donphan. Und der hier? Hast du auch nicht gesagt. Ein rosa Rade. Hab ich auch nicht gesagt, warum nicht? Hardcore Soul Silver, der Booster ist jetzt auch schon ein paar Jährchen alt. Von dem Set habe ich, glaube ich, noch gar keinen Booster geöffnet bis jetzt. Aber auf dem Pre-Release habe ich ja ein paar Karten vom Ikaro bekommen und da waren auch welche aus dem Set bei. Und ich habe jetzt wenig abgeschnitten. Nimm nur eine Seite. So. Ja, das wäre auch eine Idee gewesen. Das mit den Punkten habe ich so gemacht, weil ich mich schon vorinformiert hatte und es ist einfach schwierig zu sagen, wie wir das bewerten, weil jeder unterschiedliche Booster hat. Und ich glaube, der Kartentrick war 3. Ich weiß es gar nicht mehr. Lass uns einfach überraschen. Ich beginne mit einem Miltank aus Hard Gold Soul Silver. Schönes Artwork. Dann haben wir hier den Bill. Einen der ersten Unterstützer, den es immer gab. Wahrscheinlich ziehe zwei Karten genau. Die gleiche Fähigkeit wie immer. Dann haben wir Professor Linds Trainingsmethoden. Durchsuche dein Deck nach einer Evolutionskarte, zeigen sie deinen Gegner und nehmen sie auf die Hand. Mische anschließend dein Deck. Okay. Ein Girafarik. Ein Paras. Ein Huthut. Ein wunderschönes Sternu. Ein Pikachu. Das habe ich auf jeden Fall vom Aikado bekommen. Als Reverse Holo haben wir hier im Impergator. In der Impergator-Tin ein Impergator. Das ist ein bisschen schwächer als das andere, wie ich hinten sehe. 130 KP. Dafür macht es mit Surfer 80 Schaden und hat noch kreisender Schweif. Fügt jedem Pokémon eines Gegners 20 Schadenspunkte zu. Okay, auch nicht verkehrt. Und die Rare in unserem Booster ist, oh, ein Holo Garados. Also Reverse Holo Rare und Holo Garados. Das lässt sich schon mal sehen. Das sieht auch richtig cool aus, der Holo-Effekt auf dem Himmel und im Wasser. Ich glaube, auf dem Garados ist gar nichts, was glitzert. Richtig cool. Hydroplatscher und Hyperstrahl. Und Hyperstrahl kann auch noch Energie vernichten. Krass. Ja, dann darfst du. Ich packe in der Zeit ein. Da haben wir den Diamantperl mit Roserade. Rätselhafter Wunderbooster. Der ist sogar noch älter als der, den ich geöffnet habe. Meiner ist quasi der neueste, den wir hier sehen werden. Ich mache jetzt auch einfach mal 3. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Hubelupf. Vibrava. Incognito. Fukano. Ist auch schön. Schuppet. Muschas. Radfratz. Lutzuk. Also Reverse Holo, ein Voltilam. Ist auch cool aus der Holo-Effekt, sehr, sehr schön hell und schimmernd. Und als letztes habe ich ein Incognito. Nochmal. Hatte ich das nicht gerade schon mal? Bei Incognito ist das Besondere, gibt es ganz viele verschiedene, deswegen. Okay, aber in Regular. Wenn ich mich da nicht ganz. Ja, sieht nicht so aus, als würde es glänzen. Nee. Schade. Na, das war nicht so gut. Weiter geht's mit dem gleichen Set. Rätselhafte Wunder aus Diamant und Perl. Ich habe hier eins Nibuna vorne drauf. Und ich wette, wir haben auch bestimmt mindestens ein Incognito hier drin. Und wir beginnen mit einem Shilohk.
Dann haben wir hier Professor Eibe. Was macht der Schönes? Wähle eine Karte auf deiner Hand und mische alle anderen Karten auf deiner Hand zurück in dein Deck. Okay, das ist eigentlich eine coole Karte. Da kann man seine, wenn man eine gute hat, die noch behalten und den Rest wegmischen. Oh, ein Glutexo. Die ganzen Starter sind hier am Start. Die Starter sind am Start, ja. 5 Euro in die schlechte Wortspielkasse. Fumpy. Zwirlicht. Was hat der da unten denn? Dämonenumhang. Zwirlicht kann in deinem Zug entwickelt werden, in dem du es gespielt hast. Okay, cool. Wie das früher so war. Da haben wir ein Hoppspross Level 7. Ein Anton. Ein Schlurp. Ein Elektroball als Reverse Holo. Das ist sogar eine Rare. Oh. Wir sind ja richtig gut am Start heute. Und die Rare ist ein Sonflora. Ich glaube, die habe ich mir sogar vom Mercado geholt auch. Kann ich mir jetzt wiedergeben. Einfach nur, weil es eine Rare war. Ja, das Elektroball kriegt natürlich auch eine Hülle. Ich glaube, das war die letzte Hülle dann. Ja, als nächstes nehme ich den Platin Ultimative Sieger. Mit dem mächtigen Glurak. Vielleicht ist da auch ein Glurak drin. Das hätte auf jeden Fall Style. Warum fällt das immer um? So. Als erstes habe ich ein Kinogo. Ein Kamauk. Kamauk. Bidifas. Mauzi. Das sieht auch cool aus. Magnetilo. Jellust. Das ist auch süß. Plaudergei. Ein Driftlon. Driftlon. Oh, Goldking. Das ist auch ein Rare, oder? Ein Goldking. Ja, eine Rare. Auch sehr, sehr schön. Sieht gut aus. Ich glaube, ein Goldini gab es auch noch nicht in den ganzen Sonne Mond rein, glaube ich. Fehlt auch noch. Und als letztes. Oh, ui. Das ist ein Level X. Leute, das ist eine Level X-Karte. Logok Level X. Eieiei. Ja, mega. Ich glaube, das ist eine richtig krasse Karte, die wir gezogen haben. Logok Level X 110. Also Level X-Karten sind, glaube ich, die Karten in Diamant Fair, die wirklich am krassesten sind. 110 KP. Pokebuddy, brennender Geist, Schaden der verbrannten Pokémon. Dein oder dein Gegners durch Angriffe zugefügt wird um 50 Schadenspunkte erhöht. Okay, richtig cool. Durch alle brennende Geist-Pokebody können nicht mehr als 40 KP addiert werden. Okay, also wenn man mehrere davon hat, kann man nicht 80 abziehen. Okay, das macht doch Sinn. Düsenschuss während des nächsten Zuges deines Gegners wird Schaden der Logok FB, was auch immer dieses FB heißt. Wenn es jemand von euch weiß, kann es gerne mal schreiben. Durch Angriffe zugefügt wird um 40 Schadenspunkte erhöht. Okay, schade, dass das nicht selbst verbrennen kann, aber das Artwork ist ja auch mal mega. Das ist ja auch eine Trainer, also ein Trainer ist hier drauf. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich muss ehrlich sagen, die Diamant-Perl-Reihe habe ich nicht so extrem gespielt, deswegen weiß ich das nicht. Aber echt cool. Und die zählt, glaube ich, auch als Basis-Pokémon. Das sind ja, glaube ich, alle, die mit den Trainern immer. Wird auf Logo. Obwohl, da steht hier, Level Up wird auf Logo FB gelegt. Also ist das eine Level-Up-Karte, die man auf ein anderes Logo legt. Okay. Naja, wie gesagt, ich habe in den Reihen nicht so viel gespielt, aber die Karte ist auf jeden Fall mega. Stelle ich mal dahin. Dann haben wir jetzt auch Halbzeit. Das heißt, für euch gibt es hier einen kleinen Code. Sonne, Mond, Ultra, Prisma, was ganz Neues. Viel Erfolg damit. Vielleicht kriegt ihr ja auch eine Rainbow-Karte damit. Ja, nach diesem krassen Pull muss ich jetzt natürlich mal nachziehen. Wobei ich natürlich quantitativ viel mehr habe, aber natürlich nicht so was Krasses. Wir haben hier Folipurba, Platin, Aufstieg der Rivalen. Obwohl, ich schneide es auch unten auf. Da sieht die Stanzung relativ gut aus. Also Level X-Karten sind schon ziemlich cool. Drei Karten nach vorne, das hat jetzt immer ganz gut geklappt. Und wir beginnen mit einem Simsala, das ist nur eine Regular, okay. Wir haben hier einen Simsala, das nur eine Uncommon ist. Krass. Noch nie einen Simsala gesehen, was nicht rare ist.
Simsala gibt es übrigens auch noch keins in Sonne und Mond. Ein Tohaido. Auch nur ankommen, okay. Dann haben wir die Expedition ins Unterirdische mit einem mächtigen Höhlenforscher und einem Spaten. Schau dir die vier untersten Karten deines Decks an, wähle zwei Karten, die du dort gefunden hast und nimm sie auf die Hand. Lege die restlichen Karten in beliebiger Reihenfolge unter dein Deck zurück. Okay. Auch nicht verkehrt. Ein Nidoran weiblich. Ein Seemops. Ein Relaxo mit üble Schlafgewohnheiten. Solange Relaxo schläft, können sich aktive Pokémon eines Gegners nicht zurückziehen. Okay, das ist nicht so nett. Ein Moorlord. Das ist auch nur eine... Okay, nur eine Kammen. Krass. Ein Ambidiffel. Als Reverse Holo haben wir ein Scorgo Level 53. Das wird eine Rare, oder? Ne, auch nur eine Kammen. Okay. Krass. Und als Rare haben wir hier, Darkrai. Als Holo. Das sieht auch cool aus, der Effekt. Bis jetzt muss man sagen, also wir haben hier echt gute Züge drin. Level 90, 90 KP. Und dem Pokebuddy unheimliche Aura. Lege zwischen den Zügen eine Schadensmarke auf jedes schlafende Pokémon deines Gegners, das nicht aufgewacht ist. Und es hat die Attacke Finsternisschlaf. Wenn auf dem verteidigenden Pokémon bereits mindestens eine Schadensmarke liegt, schläft das verteidigende Pokémon jetzt. Richtig fies. Dann darfst du. Und das Darkrai will sich wieder nicht hinstellen lassen. Da mein Stand hier unten relativ nah an der Schrift ist, gehe ich auch wieder nach oben. Achso, und jetzt als nächstes habe ich Diamantperl erwachte Legenden. Mit dem Rihoanio, glaube ich. Und dann fangen wir an mit einem Snobiliak. Snobilikat. Snobilikat. Alles gut. Schluckwech. Schluckwech? Ja, Schluckwech. Oh, ein Lucario. Lucario. Auch schön. Das ist gut. Eine Trainerkarte. Ein Clownfossil. Ein Lediba. Tentacha. Mauzi. Skorgler. Ein Kributak. Das könnte vielleicht eine... Ist eine Rare. Ja. Auch eine Rare. Schön. Auch schönes Artwork. Sehr schön. Und als letztes, habe ich ein Registeel. Ein Registeel? Mal kurz, da haben wir die Regi-Heilung eines der Titan-Pokémon. Einmal während deines Zuges vor dem Angriff kannst du zwei Karten von deiner Hand auf deinen Ablagestapel legen. Danach entferne drei Schadensmarken von Registeel. Auch eine schöne Fähigkeit. Gar nicht verkehrt. Ist aber nur eine Kammer, deswegen kommt die erstmal dahin. Dann kommen wir auch schon bei mir zum letzten Booster. Diamant und Perl, Sturmtief. Mit dem Panferno. Ich hoffe, alle zusammenlegen. Naja, leg alles zusammen, sortier hier nachher aus. Also viele von den Artworks, viele von den Boostern hier, was wir hier ziehen, haben wir noch nie geöffnet, deswegen ist vieles neu für uns. Vielleicht für euch ja auch, vielleicht seid ihr auch noch neu im Spiel und seht jetzt zum ersten Mal Karten, die so alt sind. Und wir beginnen mit Charlies Anfrage, okay. Das ist definitiv zu viel Text, den ich jetzt vorlese. Guckt euch das an, wenn ihr den Text gerne lesen wollt, dann könnt ihr kurz Pause drücken. Dann haben wir hier ein wunderschönes Pichu mit der Pokepower Baby Evolution. Einmal während deines Zuges kannst du Pikachu von deiner Hand auf Pichu legen. Das zählt als Entwickel. Entferne alle Schadensmarken von Pichu. Cool. Ein Staravia. Ein Bidisa. Ein Staralilli. Zwirlicht. Magnetilo. Ach, das ist eine Pokepower. Das ist ja cool mit dem Bild auch. Das ist echt schön gemacht. Magnetillos Rückzugskosten verringern sich für jedes Magnetillo auf deiner Bank um eins. Also ja, um eins. Ein Tausch.
Leitmetallmine. Eine Stadionkarte. Okay, was kann das denn? Einmal während deines... Boah, der Holo-Effekt ist so krass, ich sehe fast gar nichts. Einmal während seines Zuges kann jeder Spieler eine Münze werfen. Bei Kopf durchsucht dieser Spieler seinen Ablagestapel nach einem Elektro- oder Stahlenergiekarte, zeigt sie seinem Gegner und nimmt sie auf die Hand. Oh, auch nicht verkehrt, die Karte. Und die Rare ist schon wieder eine Holo. Hallo? 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 Was ist hier heute los? Ein Traun Magil. 80 KP. Krass. Sieht auch sehr cool aus, wie die Stadt schwebt. Mann, heute meint's aber die Puls mit uns gut. So, mein letzter Booster ist dann das Platin Arceus mit Arceus. In denen gibt's ja die Arceus Collection quasi als extra Set. Vielleicht kriegen wir noch mal eins. Als erstes habe ich Kaufhausmädchen. Auch ein schönes Artwork. Luxio. Reptile. Bonita. Ringul. Bibor. Libunkel. Tangela. Als Reverse Holo eine Helix Fossil. Auch schön. Und als letztes ein Luxtra in Holo. Holo. Ja. Schon wieder eine Holo. Mann. Das sieht ja auch ziemlich böse aus. Ja, würde ich sagen. Ja, sieht man, oder? Ich drehe es mal. Man sieht auf jeden Fall, dass es glitzert. Sieht doch ziemlich cool aus, das Artwork. Dann würde ich sagen, hole ich mal die Puls von jedem nach vorne und dann könnt ihr bewerten. Fangen wir mit Ladies First, mit deinen an. Sorry. Hier hatten wir quasi vier. Jetzt habe ich den Hintergrund verrückt, aber nicht so schlimm. Puls, ich habe jetzt keine Höhlen, deswegen muss ich ganz vorsichtig sein. Wir hatten zwei Weavers Holo in Rare, Golking und Krebutak. Sehr cool. Die Wasser-Pokémon sind hier sehr stark. Dann haben wir ein Luxtra als Holo in Rare halt, ganz normal. Und natürlich das Highlight der ganzen Episode wahrscheinlich, Logok Level X. Mega cool. Auf jeden Fall die krasseste Karte heute. Macht zwei Hits und zwei Reverse Holo in Rare. So, dann kommen meine. Bei mir war es ein bisschen anders. Wir hatten drei Hits in vier Boostern. Das ist schon eine krasse Ausbeute. Und zwei Reverse Holo in Rare. Als Reverse Holo in Rare haben wir Impergator im Impergator-Tin. Macht sich immer gut. Und ein Elektroball. Dazu die normalen Holos Garados, Traunmagil und Darkrai. Ja, jetzt dürft ihr entscheiden, wer hat die bessere Ausbeute. Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch dazu schreiben, welchen Pull ihr am krassesten fandet. Dann haben wir noch so ein bisschen mehr Feedback dazu. Und dann würde ich sagen, warten wir eine Woche und werten das Ganze dann aus. Und der Gewinner von uns kriegt dann 25 Euro nächstes Mal shoppen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Der Tywald. Bis bald. Tschüss.